Es ist eine Spiegel-Recherche, die seit ihrer Veröffentlichung heute Mittag hohe Wellen schlägt. Ist Philipp Amthor käuflich, fragt das Blatt und meint Amthors Kontakte zur US-Firma Augustus Intelligence. Der Bundestagsabgeordnete soll seine politischen Kontakte in Berlin genutzt haben, um für das Unternehmen zu werben, obwohl er selbst Direktor der Firma war und über Aktienoptionen an ihr beteiligt. Eine Enthüllung, die Amthor auf seinem Weg an die Spitze der Landespartei trifft. Noch Anfang der Woche sah es blendend aus für ihn. Amthors einzige Mitbewerberin hatte ihre Kandidatur zurückgezogen und den Weg für den konservativen Jungstar der Partei freigemacht. Und per Skype bin ich jetzt in Hamburg mit Nicola Naber verbunden. Sie ist Spiegelautorin und hat gemeinsam mit 5 weiteren Kollegen diese Geschichte recherchiert. Frau Naber, was genau haben Sie herausgefunden über die Verbindungen von Amthor zu dieser amerikanischen Firma? Genau, wir beschäftigen uns mit der Beziehung, die Herr Amthor zu Augustus Intelligence hat, einem Startup in New York. Und wie Sie ja auch schon berichtet haben, geht es zum einen um die Frage, hat er Aktienoptionen bekommen dafür, dass er sich politisch für diese Firma eingesetzt hat, also Lobbyarbeit betrieben hat. Wir haben aber auch zudem uns mit der Frage beschäftigt, ob Herr Amthor Luxusreisen für diese Firma unternommen haben. Unterlagen, die wir haben, zeigen, dass er mehrfach in New York war, dass er ans Mittelmeer gereist ist, dort auch mehrere Tage verbracht hat, in Luxushotels Champagner und Austern gegessen hat. Und die Frage steht im Raum, wer das eigentlich bezahlt hat. Hat Philipp Amthor Ihren Recherchen nach gegen die Transparenzregeln oder gegen andere Gesetze verstoßen? Also gegen die Transparenzregeln nicht. Er hat seine Tätigkeit für Augustus Intelligence auf der Website des Bundestages veröffentlicht. Das ist korrekt so. Er hat uns gegenüber mitgeteilt, dass er auch die Bundestagsverwaltung gefragt hatte, ob er eigentlich die Aktienoptionen hätte offenlegen müssen. Die Antwort war wohl nein. Es scheint eine Lücke im Abgeordnetengesetz an der Stelle zu sein. Die Frage, ob die Tätigkeit insgesamt oder die Lobbyarbeit, die er betrieben hat, illegal war oder nicht, die Frage müssen andere beantworten. Wir werfen an der Stelle die Frage auf, ob es nicht ein Problem ist, dass man persönlich davon profitieren kann, wenn man sich erfolgreich für diese Firma einsetzt. Aktienoptionen sind ja so strukturiert, dass wenn ich sie ausübe und die Firma ist dann später mehr wert, dann sind auch meine Optionen mehr wert. Das heißt, es ist klar an den Erfolg der Firma gekoppelt und das könnte ein Problem sein. Es tauchen in Ihren Recherchen noch andere prominente Politikernamen auf. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes, oder Karl Theodor zu Guttenberg. Was verbindet diese Politikergruppe? Also verbinden tut sie vielleicht eine konservative Ausrichtung, eine Mitgliedschaft in der CDU. Das ist ein verbindendes Element. Es sind auch viele Ex-Politiker mit dieser Firma in Kontakt, die alle über Kontakte verfügen. Wir zeigen in dieser Geschichte auch beispielhaft auf, dass sich Herr Maaßen beispielsweise für die Firma einsetzt, obwohl er dort keine offizielle Funktion hat. Bei Herrn Guttenberg ist es etwas anders. Er ist Präsident der Firma. Er ist Investor in dieser Firma. Er gehört also wirklich zu Augustus Intelligence dann auch dazu. Vielen Dank für diese Information, Nicola Naber, Spiegelautorin. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und inzwischen hat sich Philipp Amthor auch auf Facebook zu diesen Vorwürfen geäußert. Er schreibt dort wörtlich: Ich bin nicht käuflich, gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler. Weiterhin heißt es dort: Deshalb habe ich die Konsequenzen daraus gezogen und meine Nebentätigkeit beendet.